Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es das Review zum Le Moon von der 187 Straßenbande. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Würden wir uns sehr drüber freuen und jetzt viel Spaß beim Video. So. Da sind wir wieder mit dem Le Moon, die nächste Sorte von der 187 Straßenbande. Leute, wie immer, als erstes blenden wir euch den Kopfbau ein. Ihr seht schon mal, Schnitt und Feuchtigkeit geht auf jeden Fall beides klar. Wie man das eigentlich von der 187 Straßenbande gewohnt ist, ich finde nur, der Tabak ist ein Ticken dunkler als viele andere Sorten. 16,90 Euro kostet das Ganze für die 200 Gramm, kommt in der gewohnten Dose, das passt auf jeden Fall alles. Was soll drin sein? Zitrone, Limette und Minze bzw. Menthol. Ja, wir riechen dran, ihr guckt euch bei mir die Wölkchen an, dann kommen wir zum Geruch. Ja, das erste, was ich auf jeden Fall rausrieche, ist so eine richtig leckere Zitronen-Limetten-Note natürlich, aber sehr, sehr frisch. Also, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr frische Note, die halt man kennt, wenn man zum Beispiel eine Zitrone oder Limette aufschneiden würde. Gefällt mir ziemlich gut, aber der Tabak hat auch so einen gewissen Hintergrundduft. Also ich weiß nicht, wie ich den genau beschreiben soll, aber es ist nicht genauso, als würde ich eine Zitrone und Limette aufschneiden, sondern eher noch so ein Aroma bei, das ich aber nicht identifizieren kann. Ja. Also in der ersten Sekunde erinnert er mich stark an den Lemon Fresh von Ginny oder auch an den Lemon Chill von Social. Also geht so halbwegs in dieselbe Richtung, aber ihr habt echt noch eine krassere Limettennote am Start. Man riecht auf jeden Fall Limette, Zitrone und auch Minze gut raus, beziehungsweise Menthol ist einfach so eine frische Note, keine Pfefferminznote. Riecht sehr, sehr gut, aber hat wirklich noch so eine... Ja, ich will es eigentlich nicht künstliche Note nennen, aber hat wirklich, wie du sagst, so was undefinierbares Eigenes dabei. Könnte ich jetzt auch nicht besser benennen, aber er hat irgendwie noch so was Besonderes auf jeden Fall. Wie findest du den geschmacklich? Also ich finde den geschmacklich sehr, sehr lecker. Allerdings finde ich den teilweise gelegentlich etwas bitter. Also der hat manchmal so eine bittere Note, was aber diesem Aroma geschuldet ist, was ich nicht wirklich benennen kann. Also es ist auf jeden Fall so eine schöne Limette und Minze am Start und auch Zitrone, aber es ist trotzdem noch dieser Eigengeruch von dem Tabak, der den besonders werden lässt, ist trotzdem noch weiterhin beim Rauchen dabei. Aber es ist nicht störend. Also es ist auf jeden Fall nicht so eine Note, die ich sagen würde, boah, schmeckt mir gar nicht, sondern es macht es einfach besonders. Ja, geht mir sehr, sehr ähnlich. Ich finde, man schmeckt auf jeden Fall gut die Limette und auch die Zitrone raus, versetzt mit dieser typischen Mentholnote, wie man die schon aus so vielen 187 Sorten kennt, Leute. Das ist ja nichts Neues. Wieder der Vergleich Lemon Fresh und Lemon Chill. Es geht halbwegs in dieselbe Richtung. Also wenn euch die beiden gefallen, wird der euch bestimmt auch gefallen. Aber er ist auf jeden Fall ein bisschen eigen. Also er geht schon in eine etwas andere Richtung. Aber ne, halbwegs vergleichbar auf jeden Fall. Ihr habt wirklich wieder im Geschmack diese Note dabei, die man irgendwie nicht so definieren kann. Ich will auch nicht sagen, es ist was Cremiges, aber irgendwie fühlt es sich ein Ticken cremiger an, als so ein reiner Fruchtmix mit Menthol sein würde oder als man sich es vorstellen würde. Kommt aber auf jeden Fall ziemlich gut rüber, wird aber, glaube ich, kein Favorite von mir. Also ich muss sagen, 187 hat da definitiv viel bessere Sorten. Trotzdem ganz guter Tabak und ich kann mir vorstellen, dass der vielen gefällt. Deswegen würde ich ihm 7,5 Sterne geben. Ja, also mit den 7,5 Sternen stimme ich auf jeden Fall vollkommen zu. Für mich ist es noch so, zu dieser Note würde ich sagen, das ist so eine Gebäckart. Ja. So ein bisschen, wie du sagst, cremig. Ja. Aber ja, so ein bisschen so ein Gebäck-Aroma drin. Ja. Keine Ahnung. Also so, es ist einfach ein Aroma dabei, den ich nicht wirklich benennen kann. Ja, und der einfach so sagt, so hey, das ist eine andere Schiene als pure Limette, Zitrone, Minze. Aber trotzdem, keine Angst, es ist jetzt kein cremiger Tabak oder so. Er hat nur so einen ganz leichten Touch.
von diesem Geschmack, den man nicht wirklich benennen kann. Ja, aber dann einigen wir uns einfach auf die 7,5, da gibt es keine Diskussion. Ist auf jeden Fall ein solider Tabak, aber wie gesagt, ich glaube 187 hat definitiv geilere Sorten. Falls ihr den schon geraucht habt, lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr den fandet. Und dann soll es das jetzt für das Review gewesen sein. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne noch ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Würden wir uns sehr drüber freuen und dann bis zum nächsten Review, eure Shisha-WG. Ciao!